Willkommen zu einem neuen Video. Ich habe gerade die dritte Folge von Tower of God geguckt. Und nun ja, erstmal würde ich sagen, ich bin mittlerweile relativ weit im Webtoon. Bin schon über das zweite Volume hinaus, also ich bin schon im dritten. Bin fast aktuell somit. Und naja, ich versuche das Ganze natürlich trotzdem weitestgehend ohne Spoiler hier zu machen, die Reviews. Vielleicht kann ich ja ein bisschen Background-Wissen mit einfließen lassen, ohne dass es euch halt spoilert. Ich würde in der Folge erstmal mit Kuhn anfangen, denn wir haben auf jeden Fall gesehen, der Fokus lag auf jeden Fall ein wenig auf Kuhn, würde ich sagen. Wir haben was über seine Vergangenheit gesehen, denn wie es scheint, ist es so, dass er ein bisschen Probleme mit seiner Familie hat, beziehungsweise dass er verstoßen wurde. Und das Ganze klang in der Folge erstmal ein bisschen komisch, aber ich sag mal so, wir werden auf jeden Fall noch weitere Backgrounds bekommen im Laufe der Zeit zu Kuhn. Wichtig wird dann auf jeden Fall auch irgendwann die Größe von der Familie, damit man das so ein bisschen einschätzen kann. Wir wissen ja noch nicht viel über die Welt in Tower of God. Aber die Kuhn-Familie ist auf jeden Fall schon etwas Besondereres und die Familie ist auch eben sehr groß und das Ganze wird auf jeden Fall wichtig, damit man ein besseres Bild zu Kuhns Vergangenheit hat. Nun ja, ich würde sagen, ansonsten machen wir mal weiter. Auf jeden Fall haben wir wieder ein bisschen Comedy-Szenen von Rack halt gehabt. Ich habe ja auch letzte Folge schon gesagt, Rack ist auf jeden Fall für mich der Comedy-Charakter, beziehungsweise was heißt Comedy-Charakter? Er ist natürlich ernst zu nehmen, aber er ist auf jeden Fall witzig so. Also er bringt Humor in die Sache rein, muss man auf jeden Fall sagen. Und nun ja, weiter haben wir gemacht mit der Prüfung mit den Türen von Han Sung Yu, das war der Prüfer. Der Charakter wird auch nochmal natürlich ein bisschen wichtiger, er ist natürlich jetzt auch der Leiter von dieser ganzen Prüfung, von Flow 1 könnte man sagen. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Prüfung, die ist jetzt nicht zu kompliziert gemacht und ich denke, viele verstehen den Sinn davon vielleicht nicht. Es ist halt einfach nur, um zu zeigen, du brauchst Entschlossenheit. Nachdenken ist gut, aber das ist nicht immer alles. Du brauchst auch mal Glück und das haben wir auch in dem Fall gesehen. Wir sehen nämlich Kuhn, der überlegt und überlegt und die haben ja vorher diesen Tipp bekommen von diesem Typ mit den 5 Minuten, was auch so vorherbestimmt war, dass der Typ rumgeht und den Prüfling immer diesen Tipp gibt, denn nun ja, das ist halt Teil von dieser Prüfung, damit man sieht, man braucht Entschlossenheit, worauf es in dieser Prüfung ankommt. Ja, auf jeden Fall hat Rack diese Entschlossenheit, beziehungsweise Instinkt, wie er selbst sagt. Kuhn ist natürlich erstmal ein bisschen aufgeregt, weil Rack einfach die Tür geöffnet hat. Ich meine, die hätten tot sein können, aber wir haben gesehen, es lief alles gut. Racks Instinkt war in dem Fall richtig. Und sie bestehen alle die Prüfung. Ebenfalls sehen wir auch das Team von Anak, von Hatsu und von Shibisu. Und wie ich auch letzte Folge schon prophezeit habe, Shibisu, das ist übrigens der Typ mit dem Trainingsanzug, falls ihr die Namen noch nicht ganz wisst, der ist relativ schlau. Der hat die Prüfung nämlich auch ganz easy bestanden. Er hat das direkt mit der Uhr gecheckt. Da war ja diese Uhr auf der Wand. Die Uhr ist halt in 5 Minuten einmal komplett rumgegangen und dementsprechend war er sich sicher, yo, wir müssen in 5 Minuten die Prüfung bestehen. Und dafür ist auch egal, in welche Tür wir gehen, denn wenn wir durch eine von diesen 12 Türen gehen, kommen wir durch, solange es vor den 5 Minuten ist. Wenn wir allerdings nach den 5 Minuten durch eine von diesen 12 Türen gehen, werden wir nicht bestehen und dann würden alle sterben. Shibisu war sich dessen sicher und ist einfach durch die Tür gegangen. Und ja, somit hat er die Prüfung bestanden und das Ganze war ziemlich easy. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter, denn wir sehen, dass neben Rack, Bam, Anak und so weiter wurde noch eine Prüfung abgehalten auf Floor 1. Und da war dieses Team bestehend aus 3 Personen. Die haben mal eben alle anderen Kontrahenten getötet, weil der Prüfer, naja, der hatte da nicht so Bock drauf. Und der Charakter wird auch nochmal relativ wichtig in der, vor allem in der ersten Staffel jetzt werden. Ja, der hatte halt keinen Bock auf die Prüfung gehabt und dachte sich so, yo, komm, lassen wir die mal alle gegeneinander kämpfen. Naja, hat nicht ganz so funktioniert, denn wir haben auf jeden Fall schon gesehen, in dem Team ist eine Prinzessin Jahats gewesen und die haben, naja, wie soll man sagen, die haben eine gewisse Power. Die sind auf jeden Fall auch wichtig, die haben Einfluss in der Welt. Und ja, natürlich muss die trotzdem erstmal ein Ranker werden, bevor es dann soweit ist. Aber die hat natürlich schon eine gewisse Power von Beginn an. Und die haben wir eben alle fertig gemacht. Was aber noch zu erwähnen ist in diesem Team, da ist nämlich noch eine Person gewesen, wo sich viele jetzt denken, warum kommt die Person denn jetzt schon vor? Ich dachte so, die wird erst am Ende vielleicht vorkommen oder in der Mitte irgendwann und bam, trifft die und das wird dann ein krasser Reveal. Aber nein, tatsächlich kommt Rachel jetzt schon vor. Wie gesagt, das verwundert natürlich viele.
aber es ist wichtig für die Story, dass Rachel jetzt schon vorkommt. Wir haben auch schon am Anfang von der Folge gesehen, Kuhn wundert das ein bisschen, dass Rachel erst so nett zu Bam war, aber dann im Endeffekt den Turm ohne Bam besteigen wollte. Ja, ich würde sagen, behaltet das mal lieber im Hinterkopf, denn Kuhn ist da vielleicht gar nicht so auf dem falschen Dampfer. Auf jeden Fall versucht Rachel, ihr Gesicht unkenntlich zu machen, doch Bam hat das am Ende der Folge schon durchschaut. Ich denke mal, wir könnten davon ausgehen, dass in der nächsten Folge dieses Crown Game natürlich weitergeht und Bam da vielleicht dann schon auf Rachel trifft. Zum Crown Game selbst sei da erstmal gesagt, ich denke, ich muss das jetzt nicht erklären, weil so kompliziert war das nicht. Wenn ihr aber wollt, dass ich diese Spiele nächstes Mal erkläre, weil in diesen Prüfungen sind natürlich mal irgendwelche gewissen Spiele oder Kämpfe vorgegeben und nun ja, wenn das mal ein bisschen komplizierter ist, wenn ihr wollt, erkläre ich euch das dann gerne. Aber ich denke mal, das war jetzt an der Stelle nicht wirklich so kompliziert zu verstehen und ja, deshalb lasse ich das jetzt mal auf jeden Fall starten in das ganze Spiel in der ersten Runde. Anak, Hatsu und Chibisu, beziehungsweise Anak geht einfach und Chibisu denkt sich so, oh, scheiße, lass uns doch erstmal ein bisschen abwarten. Doch wir sehen auch schon, das Ganze ist nicht so das Problem, denn, naja, Anak geht da raus und zerstört erstmal ihre kompletten Gegner, die macht die einfach fertig, die spielt mit denen. Das ist nicht wirklich eine Herausforderung für die gewesen und Hatsu musste nicht mal eingreifen oder Chibisu auch nicht, aber wir wissen ja schon, Chibisu ist nicht wirklich annähernd so stark wie Hatsu und Anak. Doch, nun ja, Anak hat die fertig gemacht mit ihrem Green April. Ich habe ja schon in der letzten Folge auch angedeutet gehabt, dass es ebenfalls ein Schwert aus der 13. Monatsserie sein könnte und so ist es halt auch. Es ist das Green April, so viel denke ich, kann ich schon mal sagen. Bam zum Beispiel hat aktuell das Black March. Das Schwert ist natürlich ziemlich OP und dementsprechend nimmt Anak da auch alle auseinander. Anak selbst ist natürlich auch nicht zu unterschätzen, aber die Hauptpower ist auf jeden Fall in dem Moment das Schwert. Es kommt vielleicht vielen so vor, yo, die Schwerter sind gar nicht so rare, weil, naja, man hat schon 2 Stück in 3 Folgen gesehen. Aber ich sag mal so viel, die Schwerter sind schon ziemlich besonders und da gibt es nicht viele Schwerter auf diesem Level, beziehungsweise die sind schon wirklich so mit die heftigsten Schwerter, die es im komplett Tower of God Universum gibt. Naja, so viel dazu. Abschließend würde ich dann noch einmal kurz über Bams Schwert reden. Also irgendwie, wir haben das schon gesehen in der Folge, das hat so ein bisschen reagiert auf das Green April von Anak und ich habe ja auch schon letzte Folge ein bisschen predicted gehabt, da könnte ein kleiner Konflikt auf uns zukommen und ich denke, das wurde in dieser Folge nochmal weiter angeteased. Naja, da warten wir erstmal ab zur nächsten Folge dann, wenn Bam dann auch vermutlich rausgehen wird, um Rachel zu sehen. Ja, das war's dann auch erstmal mit der Folge. Ich muss sagen, ich fand die Folge eigentlich alles in allem ganz gut. Mir hat die letzte Folge noch ein bisschen besser gefallen, aber die Folge war auf jeden Fall ganz gut adaptiert. Das Pacing ist relativ schnell, muss man sagen, aber es ist ganz cool, denn so wie es aussieht, wird wohl komplett Volume 1 von Tower of God adaptiert in Staffel 1 und dann kann es mit Volume 2 so richtig durchstarten, dann in der zweiten Staffel von Tower of God, denn Volume 1 ist der sachte Start. Ich muss wirklich sagen, Tower of God ist so ein verdammtes Meisterwerk. Ich bin ja, wie gesagt, sehr weit mittlerweile im Webtoon und das ist wirklich unfassbar. Dieser Lesefluss, den man beim Lesen hat und wie diese komplette Welt aufgebaut ist, die Charakter, das ist wirklich extrem gut und ich sag's euch ganz ehrlich, wie es ist, da wird ein Meisterwerk auf euch zukommen. Wenn die Adaption gut ist, dann wird das wirklich einer der Anime werden, die es so die letzten Jahre gab und wartet da auf jeden Fall mal ab, da kommt noch einiges auf euch zu. Ich würde dann jetzt an der Stelle sagen, macht's gut, wir sehen uns im nächsten Video. Natürlich in der Videobeschreibung mein Twitter. Ich würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Wie gesagt, wenn ihr nächstes Mal bei diesen Spielen eine genauere Erklärung von mir haben wollt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, da mache ich das natürlich auch. Und ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.